alles oder nix. Ach, Justitia. Lau, ich versteh nicht. Ihr sperrt uns in den Käfig. Und wenn wir rauskommen, wünscht ihr, dass wir gezähmt sind? Hä? Im Knast fängt man doch erst an. Mach Connects von La Paz bis nach Rotterdam. All die Babos, Mörders, Mafiosos. Knast ist wie Börse für Banden und so. Frag die Soko. Knast ist wie Eigentor. Ihr erweitert dort nur mein Horizont. Harmlose Jungs, die wegen gar nichts in den Knast kamen, sehen dort Kanacken, die Batzens gemacht haben. Und wenn sie rauskommen, dann klären sie auch eine Bank oder Kilos Koks, damit es sich diesmal lohnt. Viele Jungs werden im Bau zu Junkies und du bist empört, dass sie draußen nichts gebacken kriegen. Mach so weiter, wir machen das auch so. Raubende Jungs und flammende Autos. Das System will uns brechen, weil sie nicht klarkommen, dass wir G-Klassen pimpen. Ohne zu erben, pumpen wir APs, essen auf Boden, doch Klunker von Cartier. Das System will uns brechen, weil sie nicht klarkommen, dass wir G-Klassen pimpen. Ohne zu erben, pumpen wir APs, essen auf Boden, okay. Doch Klunker von Cartier. Ich frag mich, meinst du das wirklich ernst? Du fragst mich, warum Gewalt in unserem Viertel herrscht. Du fragst mich, warum Jugendliche Drogen verpacken, anstatt arbeiten zu gehen, um Kohle zu machen. Für ein Mindestlohn kochen oder putzen. Lieber koch ich Koks auf und putz meine 9mm. Lieber hab ich räudige Gegner. Das hier ist die Welt, in der ich lebe. Bist du Opfer oder Täter? 24 Stunden mit meinen Jungs unterwegs, meine Brüder, gegen das korrupte System. Ihr werdet uns nie verstehen, scheiß auf Stiefvaterstaat. Klappt es nicht mit der Musik, pack ich Peace-Platten ab. Von der Wiege bis ins Grab, Bruder, nichts macht mehr Sinn. Seitdem mein Bruder F-A-R-U-K von uns ging. Trotz allem präsentiere ich die Gegend, wo ich leb. Bis Allah mich endlich recht leitet, geh ich diesen Weg. Das System will uns brechen, weil sie nicht klarkommen, dass wir G-Klassen pimpen. Ohne zu erben, pumpen wir APs, essen auf Boden, doch Klunker von Cartier. Das System will uns brechen, weil sie nicht klarkommen, dass wir G-Klassen pimpen. Ohne zu erben, pumpen wir APs, essen auf Boden, doch Klunker von Cartier. Ich versteh diese Politik nicht. Wenn ich mich nicht dem System füge, wenn ich nicht das tue, wozu ich gezwungen werde, weil ich Straße bin, dann kommt eine Gang von 20, 30 oder 40 Mann maskiert mit Schusswesten, auf denen das Wort Polizei draufsteht. Stürmen in meine Wohnung, über Balkon, über Fenster, machen Fenster kaputt, treten die Tür ein, zerfetzen alle Schränke, stechen in die Sofas, reißen die Matratzen auf, packen mich, stecken mich auf eine Zelle. Und wenn ich mich dort nicht beruhige und ausraste und sag, was soll der ganze Scheiß, was packt ihr mein Haus an, was kommt ihr zu mir nach Hause, dann krieg ich eine Betonspritze zur Beruhigung, sodass ich 3 Tage wie ein geistig Gestörter rumlaufe. Und dann nennt ihr das in Gewahrsamnahme eines Verdächtigen durch die exekutive Gewalt. Aber komischerweise kenne ich dieses Verhalten selber von der Straße. Nur bei uns nennt man das: Nimm dir 20 Psychokanacken aus dem Viertel und fick sein Leben. Aber wenn wir das tun, nennt ihr das staatsgefährdende Bandenkriminalität oder so ein Scheiß. Wen wollt ihr verarschen? Wen wollt ihr verarschen? Wen wollt ihr verarschen? Wen wollt ihr verarschen? Das System will uns brechen, weil sie nicht klarkommen, dass wir G-Klassen pimpen. Ohne zu erben, pumpen wir APs, essen auf Boden, doch Klunker von Cartier. Das System will uns brechen, weil sie nicht klarkommen, dass wir G-Klassen pimpen. Ohne zu erben, pumpen wir APs, essen auf Boden, doch Klunker von Cartier.